Und hier wollte ich auch noch bauen. Alter, ich habe hier so viele Bauprojekte, die ich nicht mal ansatzweise irgendwie abgeschlossen habe. Also eigentlich müsste ich erstmal anfangen, hier das Ganze hier so zu bauen und, nee, das ist so viel. Viel zu viel an Kram. Ich packe jetzt erstmal den Quatsch Holz weg. So. Spruce Wood. Spruce Wood ist hier oben? Ja. Spruce Wood Planks. So, zack. Den Dirt. Mit dem können wir wieder überhaupt nichts anfangen. Smooth Sandstone, Sandstone, Stone Bricks, Stone Bricks. So, erstmal ein bisschen sortieren. Cobblestone, Cobblestone Slabs, Sandstone Slab. Ach, Alter, die Silk Touch, die können wir eigentlich mal wegtun. Die brauche ich ja gerade nicht. So. Mal schauen. Warum habe ich eigentlich zwei Sharpness 2? Oh, das ist demnächst kaputt. Das sollte ich vielleicht einfach mal... Na, tun wir es einfach mal temporär hin. Die, nein. Außerdem gehört der dahin. So. Auf die 1 legen. So. Was haben wir hier eigentlich drin? Oh, hier, Blaze Rod, die gehören noch unten in die Kiste. Netherwarzen. Sind die auch für Zaubertränke da? Also ich lasse sie erstmal hier oben. Netherbrick, Soul Sand, Netherrack. So, erstmal kurz sortieren. Endlich funktioniert ja wieder diese Sortierfunktion. Sugarcanes gehören hier eigentlich in die... in die Kiste. Kartoffeln, Kartoffeln... Nein, Karottenkartoffeln. Sonstiges, Melonen, Weizen, hier müssten die drin sein, ja. Natürlich alles wieder voll mit Sugarcanes. Dann laufen wir mal eben kurz hier, wow, hier hinten hin. Hier haben wir nämlich unseren Abfall. Schmeißen wir mal ein bisschen Dirt weg, was wir nicht brauchen. Lalalala. So, ein Steck behalten wir, wenn wir auf Expedition gehen. Na, Sugarcanes, weg damit. So. Könnte auch irgendwie noch... Ich dachte jetzt, das tut ihm weh, wenn er da runterspringt, aber scheinbar nicht. Ich habe übrigens auch überlegt, hier irgendwie zumindest so eine Art Nische zu bauen und hier dann quasi das Sortiersystem hinzubauen, wo der Rest quasi rein sortiert wird, der eben hier nicht sortiert werden kann. Aber das machen wir später, das machen wir nicht jetzt. Außerdem, warum ist das hier schon wieder so dunkel? Ich weiß auch nicht, warum das da so dunkel ist. Naja, so. Wobei ich könnte eigentlich auch mal kurz mit Glowstone hier im Boden, was ich mir gedacht hatte. Nein, falsche Kiste. Glowstone. Und dann hier im Boden wollte ich mit Glowstone entsprechend Beleuchtung machen. Also immer so auf die entsprechenden Plätze, wo es auch oben ist. So, und hier zwei. Ups. Das war irgendwie, glaube ich, ein Fehler. Sandstone Slab. Zack. So. Nein! Verdammt, jetzt habe ich natürlich die Silk Touch nicht dabei. Na, komm schon. So. Ach, ja. Naja, egal. So, hier kommt noch einer hin. Hier auch noch. Zack. Und hier. Ach ja, worüber ich eigentlich so nebenbei reden wollte, während ich hier langweiligen Kram mache. Also ich habe ja auf dem Handy, habe ich ja Adblock installiert. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil ich habe nur 100 Megabyte Freivolumen im Monat. Und ab diesen 100 Megabyte surfe ich mit, ich sag mal so, ein Analogmodem ist schneller als mein Handy dann. Und dementsprechend habe ich mir da Adblock installiert. Klar, warum sollte man das auch nicht tun? Und jetzt habe ich letztens wieder, gab's ein Update für Adblock. Und ich dachte mir, ja, okay, installierst du das mal. Kann ja wohl irgendwie nicht wirklich blöd sein, so mal up-to-date zu sein. Und ja, sagen wir es mal so, ich habe es installiert. Und dann gibt es eine neue Funktion, die nennt sich... unaufdringliche Werbung, also nicht direkt unaufdringliche Werbung, so haben sie es nicht ausgedrückt, aber es gibt halt die Option, die übrigens standardmäßig aktiviert ist, dass, sagen wir es mal so, Werbung die bestimmten Richtlinien entspricht, die wohlgemerkt Adblock festlegt und wo man dann quasi sagt, Hallöchen Adblock, liebe Hersteller, ich habe hier unaufdringliche Werbung, ich möchte gerne, dass die bei euch freigeschaltet wird. Und dann
können die Leute quasi ihre unaufdringliche Werbung, die übrigens so unter anderem, na, ich überlege gerade, was musste die, also es gab so verschiedene Richtlinien, die erfüllen muss. Es darf zum Beispiel keine animierte Werbung sein, die Werbung darf nicht laut, also darf keine Geräusche machen, sprich so ein Flash-Banner wäre quasi schon von vornherein disqualifiziert, weil der sowohl laut ist, als auch, ups, als auch Geräusche macht. Ich muss mir echt jetzt mal die Silk Touch wiederholen. Weil es geht ja hier nicht. Hip. Nein, wo renne ich denn hin, ich Idiot? Ich muss doch hier rauf. Und diese Werbung, diese nicht aufdringliche Werbung, die kann man sich dann freischalten lassen. Soll heißen, die wird dann bei Leuten, die diesen Filter eben nicht deaktivieren, und der Filter wird, wie eben schon gesagt, standardmäßig bei allen aktiviert. Die Leute, die also diesen Filter nicht deaktivieren, die haben dann fortan unaufdringliche Werbung, wie Adblock es nennt. Und ja, unaufdringlich ist halt sowas wie, da gibt es dann so Richtlinien wie in einem Fließtext, da dürfen nicht mehr als, was weiß ich, als drei, keine Ahnung, als drei Wörter pro Absatz mit Werbung versehen sein. Und dann, ah, das ist echt kompliziert. Also das kann ich mir jetzt, habe ich mir leider nicht gemerkt, worum es alles geht. Aber es ist halt sehr umfangreich, dieses Regelwerk, was, hör auf zu zoomen, was Adblock quasi als zumutbar empfindet. Und wer sich also, wie gesagt, als Werbetreibender dafür interessiert, kann dann in dem Adblock-Filter, also das ist einfach nur ein zusätzliches Filter-Abo, was da eingerichtet wird automatisch, wo dann entsprechend diese unaufdringliche, wo diese unaufdringliche Werbung dann drin ist. So, mal sehen, hier und hier, so, so, der hier, ich muss mich jetzt kurz mal konzentrieren auf die Beleuchtung hier, Silk Touch, so, und auch hier Silk Touch, so, und wie gesagt, das ist halt so, es ging ja mal eine Zeit lang durch die Presse, so im Sinne von, oh nein, die bösen Adblock-Leute, die Werbetreibenden können sie bezahlen, um ihre Werbung freischalten zu lassen. Ich würde sagen, Adblock hat damals einfach nur diese Funktion getestet, ohne es den Benutzern zu sagen oder eben eine Option anzubieten, es zu deaktivieren. Und als dann so die großen Computerzeitschriften, die ja quasi jeden Monat schreiben, folgende Suchbegriffe dürfen Sie nicht bei Google eingeben oder Sie kommen sofort instantmäßig in die Hölle. Und dementsprechend haben solche Computerzeitschriften, Computerbild, haben dann entsprechend, sind sie sofort auf diesen Zug aufgesprungen und haben dann gesagt, ah ja, ja, Adblock, ganz, ganz böse, ganz böse. PS nebenbei, wir verdienen ohne Adblock, wir verdienen mit Adblock kein Geld mehr. Und dementsprechend, wobei eigentlich früher war das so, also ich erinnere mich noch früher, als das Internet neu war. Da war eine Webseite begleitend zu einer Zeitschrift. Das heißt, man hat die Zeitschrift gekauft und dann gab es zum Beispiel so Codes, die hat man auf der Webseite eingegeben und dann konnte man sich das Programm runterladen, anstatt jetzt die Zeitschrift mit der CD oder DVD zu kaufen. Und ja gut, sowas gibt es heute natürlich nicht mehr. Aber wobei, es gibt heute immer noch, warum hängt da eigentlich noch eine Fackel? Es gibt heute immer noch Zeitschriften mit CDs und DVDs drauf. Also das kann ja jetzt nicht so sein, dass das irgendwie komplett ausgestorben wäre, weil es sich nicht rentiert hat für die Zeitschriften. Aber wie gesagt, früher waren halt die Angebote im Internet von einer, sagen wir mal, einer Zeitschrift, die waren quasi zusätzlich. Das war jetzt nicht so, dass die Zeitschrift sich durch das Internetangebot finanziert hat und das, was sie im Verkauf nicht rausgekriegt haben an Geld, durch das Internet, durch Werbung, also ich sag mal so, wow, das sieht mit den Fackeln aber kacke aus da hinten. Ich finde an Zeitschriften im Internet generell ein bisschen bescheuert, dass die so mit Werbung vollgekleistert sind. Also gerade jetzt, Computerbild, hat, wenn man auf die Webseite geht, ohne Adblock, ist man da, also entweder überall gibt es irgendwelche Hinweise, so im Sinne von, Werbelink. Also teilweise auch die Links ohne Kennzeichnung, dass man jetzt gar nicht sieht, dass das Werbung ist. Und du denkst dir, okay, was ist das für ein merkwürdiges Angebot? Aber, was ist denn das gerade für ein Geräusch? Oh, ich überlege gerade, ich sehe gerade, die Säulen sind auch ungleichmäßig verteilt. Obwohl der hier ist ein zu weit, oder? Drei? Und hier sind eins, zwei. Oh, da müsste ich noch mal ein bisschen nacharbeiten.
Also ich will ja, dass das alles gleichmäßig ist. Der hier ist ein zu weit. So. Die kommen weg. Der kann auch mal weg. Jetzt komme ich hier nicht rauf. So komme ich rauf. Warum sind hier eigentlich keine Fackeln mehr? Alter, dieser... Ich weiß nicht, woher diese Mikro-Lags kommen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hier eine hin und hier wieder weg. Komm zu mir, kleine Fackel. So, was wollte ich denn jetzt gerade? Ich habe den verkleinert und wollte wieder nach unten gehen. Ach ja, und ich wollte hier auch mal die Decke so ein bisschen abreißen. Also zumindest das Stück hier. Das gehört hier ja nicht hin. So. Nein, der gehört dahin. Habe ich jetzt einen zu viel abgerissen? Nein, eigentlich nicht. Okay, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, früher war das eben halt so mit den Zeitschriften wesentlich entspannter im Internet. Man hat jetzt nicht so auf extrem viel Werbung gesetzt, weil ich habe auch letztens eine Studie wieder gesehen, wo, das sieht ja gar nicht mal schlecht aus hier jetzt eigentlich. Gut, okay, die Säulen und die Öfen hier stören noch ein bisschen. Reißen wir die Öfen mal ab. Oh, was war da denn noch drin? Hat dich da Clay gebrannt? Das ist ja mal interessant. So, oh, hier muss ich auch noch den Boden ausbessern. Kann ja nicht angehen, dass ich das vergessen habe. Da. Zack, zack. Nach. Eigentlich wollte ich ja rausgehen und ein bisschen Expedition machen. Ich wollte hier nicht die ganze Zeit wieder rumhängen und alles hier reparieren. Nee. Ich wollte in der Mitte, wollte ich eigentlich vier Säulen da lassen. Wo haben wir denn Spruce, Dings, Bricks, da. Silk Touch können wir mal wieder hier. Mal gucken. Wo muss ich denn die Säulen hinbauen? Alter, das... Die hier müssten eigentlich auch weg. Ja, die müssen weg. Jetzt brauche ich wieder Silk Touch. Komm her. So. Der hier kommt auch weg. Naja, früher war das Internet halt wesentlich Werbe... Ich will mal sagen, werbebefreiter. Also es war halt nicht so dieses, wir müssen jetzt unbedingt mit dem Internet Geld verdienen. So, im Sinne von, wir haben zwar eine Zeitschrift, aber unser Geld verdienen wir jetzt nicht mehr durch die Zeitschrift und den Verkauf dieser Zeitschrift. Nein, wir verdienen das Geld damit, dass wir auf unserer Internetseite Werbung machen. Schön. Was war denn zu einer Zeit, wo das alles nicht ging, wo es das nicht gab? Wo quasi das Internet noch Neuland war? Also, wie für bestimmte Menschen immer noch, aber damals war es halt für alle Neuland. Und, dementsprechend, wie war das denn bitte damals? Hat man damals dann quasi gesagt so, oh nein, wir verdienen mit dem Internet kein Geld und dann, warum sollten wir eine Internetseite machen? Das bringt doch gar nichts. Aber komischerweise haben alle dann doch irgendwie eine Internetseite gemacht, aus unerfindlichen Gründen, keine Ahnung wieso. Und es hat dann doch irgendwie funktioniert. So. Also hier haben wir jetzt schon mal einen relativ großen, schönen Raum. Ja, ich müsste halt nur noch irgendwann die Kisten hier mal irgendwo anders hinsortieren. Dass die Kisten hier automatisch einsortiert werden. Ah, Mano, da muss ich dann auch noch... haben wir eigentlich Leder noch?